Seinen Namen hat dieses österreichische Bundesland ursprünglich durch die angrenzenden Regionen erhalten. Doch er könnte auch von den zahlreichen Burgen stammen, die das Land überziehen und auf seine kriegerische Vergangenheit verweisen. Im Burgenland wurde viel gekämpft, zum einen um die Vorherrschaft im Lande, zum anderen um türkische Truppen auf ihrem Vormarsch gegen Wien aufzuhalten. In diesem Machtgefüge gelang einer Familie der Aufstieg spät, aber rasant. Die beiden Wappen künden von einer folgenschweren Verbindung. Der Weg zum Reichtum führte über geschickte Heiratspolitik. Die Erbtochter und reiche Witwe Ursula Derschwie heiratete 1612 den aus niederem oberungarischen Adel stammenden Nikolaus Esterhazy, von dem erst Bilder überliefert sind, als er schon ein bedeutender Mann war. In strategisch günstiger Lage gen Osten erhebt sich die Burg Landsee. Drei Tore waren zu überwinden, um in das Innere zu gelangen. Ursula Derschwie hatte die Burg mit in die Ehe gebracht. Sie war von ihrem Vater nach dem letzten Stand der Wehrtechnik zu einer uneinnehmbaren Festung ausgebaut worden. Sie wurde häufig Zufluchtsort für die Landbevölkerung. Keine feindlichen Truppen haben die Burg zerstört, sondern Explosionen und Brände. Denn in ihren Mauern lagerten lange Zeit Waffen und Munition der Esterhazy. Die Burg war im Laufe ihrer Geschichte immer sehr begehrt, denn von ihr aus war das Land in Richtung Ungarn zu kontrollieren. Maut- und Wegezölle waren an den großen Handelsrouten zu erheben. Das Burgenland, das zum Königreich Ungarn gehörte, kam 1921 an Österreich. Zu allen Zeiten war es Durchzugsgebiet zwischen Wien und Budapest. Schloss Lackenbach, der zweite große Besitz aus dem Heiratsgut der Ursula Derschwie, machte Nikolaus Esterhazy zu einem der reichsten Adligen Ungarns. Zu einem der einflussreichsten wurde er durch sein kriegerisches Geschick. In fast aussichtsloser Lage siegte er in der Schlacht rund um Lackenbach. Das brachte ihm Ruhm und Ehre ein und begründete seinen Ruf als treuer Gefolgsmann der Habsburger. Der stark militärische Charakter von Lackenbach blieb erhalten, obwohl italienische Baumeister die mittelalterliche Burganlage zu einem Wohnkastell im Stil der Renaissance umgewandelt hatten. Es muss eine große Hofhaltung gewesen sein. Wir haben natürlich die Mitglieder der gräflichen Familie hier. Es muss eine große Zahl von Militärs gegeben haben. Lackenbach ist kein Landschloss, wie man sich es vielleicht vorstellen mag, sondern auch eine befestigte Anlage. Zwar im weiten Land, aber es gab Zugbrücke und Kanal. Der Vorteil ist natürlich auch ein anderer Wohnkomfort. Wir haben mehr Licht. Wir sehen hier die Arkadengänge hinter uns, die natürlich auch die Räume stärker im Sommer mit Wärme füllen können. Problem wie immer Fenster natürlich, aber in dieser Zeit ist man schon weiter mit den Fenstern. Man hat dieses Butzenglas, das man nutzen kann, und wir sind am Hof des Stellvertreters des Königs von Ungarn, also man kann davon ausgehen, dass diese Möglichkeiten da waren. Und es muss eine große Bibliothek gegeben haben, die wahrscheinlich in der Nähe zum Schlafzimmer des Grafen untergebracht war. Es gibt da Beispiele hier aus der Region. Und diese Bibliothek, die nutzbar war in ihrem Wissen auch für die Hofbediensteten, war ein wichtiges Zentrum dieser Anlage. So gab es in der Hofinstruktion die klare Regelung, dass allmittaglich die Tore geschlossen werden sollten und dass man eine Stunde vor dem Essen und eine Stunde nach dem Essen las. Eben aus den Büchern eine Geschichte, so heißt es in den Instruktionen, die der Palatin selbst auswählte. Also er kümmert sich hier um die Bildung seiner Untertanen und legt das fest: Wer daran nicht teilnimmt, wird mit drakonischen Strafen bestraft. Das Burgenland war in Kriegs- und Friedenszeiten immer Durchzugsland.
Der Handel zwischen Ungarn und Österreich verlief durch das Burgenland. Ochsenherden wurden in Richtung Wien getrieben, um die Großstadt mit Fleisch zu versorgen. Edle Stoffe und andere Luxusgüter in das spätere Budapest transportiert, um die Oberschicht im Königreich auszustatten. Kriege und Kämpfe hörten in dieser Gegend durch Jahrhunderte nicht auf. Immer wieder gab es Aufstände und Verschwörungen mächtiger ungarischer Adliger, der Magnaten, gegen den Einfluss der in Wien regierenden Habsburger auf ihr Land. Häufig hatten sie starke Verbündete. Nachdem die Türken große Teile Ungarns erobert hatten, überfielen sengende und mordende Truppen die Region. Das Burgenland war das Einfallstor nach Wien. Um sie bei ihrem Vormarsch aufzuhalten, unterhielt Nikolaus Esterhazy starke Truppen, mit denen er immer wieder gegen die Türken kämpfte. Entscheidende Erfolge hatte er lange Zeit nicht. Erst in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts gelang es den Habsburgern mit ihren Verbündeten, den Türken empfindliche Niederlagen beizubringen. Dabei eroberten sie ein typisches Zelt, wie es die Türken auf ihren Feldzügen mitführten. Eine Kriegsbeute, die den Gegner demütigte. Jahre dauerten die Kriege gegen die Türken in der Region. Wieder stark geworden, standen sie 1683 zum zweiten Mal vor Wien. Da war es Paul Esterhazy, der Sohn von Nikolaus Esterhazy, der auf der Seite der Habsburger kämpfte. Dieses Mal wurden die Türken so lange verfolgt, bis sie sich weit auf den Balkan zurückziehen mussten. Die Türkengefahr war für Mitteleuropa endgültig gebannt. Auf dem Vormarsch gegen Wien zogen die türkischen Truppen entlang des Neusiedlersees. Es war fruchtbares Land, das die Menschen gut ernährte. Doch die plündernden, nachschubrequirierenden Truppen ließen den Bewohnern nur Reste von den reichen Ernten. So wurde aus der einst blühenden Region, die zu den wohlhabendsten Mitteleuropas zählte, ein entvölkerter, von Not geplagter Landstrich. Rund um den See war Herrschaftsgebiet der Esterhazy. Die Dörfer mussten ihnen den Zehnten entrichten. Bis heute prägt die Anlage der Höfe das Ortsbild und sie zeugt von der Gefahr für die Bewohner durch Jahrhunderte. An der Giebelseite ein Tor, das dicht zu verschließen war. An der rückseitigen Straße das Tor für die Ausfahrt. Die Höfe dicht aneinander gelehnt. Die Bauern rückten zusammen, um sich gemeinsam zu schützen. In den sogenannten Streckhöfen waren Wohnhäuser und Stallungen hintereinander in die Tiefe des Grundstücks angeordnet. Dadurch entstanden die typischen Hofgassen. Auf engstem Raum, von hohen Mauern umgeben, findet die ganze Landwirtschaft statt. Seit Jahrhunderten betreiben die Bauern dieser Gegend auch Weinbau, so wie Anton Maat. Unsere Familie lebt seit ca. 200 Jahren in diesem Haus. Ca. 6 bis 7 Generationen, schätze ich. Wir betreiben den Weinbau im Nebenerwerb und bewirtschaften ca. 3,50 Hektar Weinbau. Der Rest ist auf Landwirtschaft und Viehzucht ausgerichtet. Sortenmäßig sind wir Chardonnay, ca. 1 Hektar, 1 Hektar Blaufränkisch. Der Rest teilt sich auf Traminer, Ruländer und Welschriesling. In Trausdorf, wie in einigen anderen Dörfern nahe dem Neusiedlersee, leben bis heute vor allem Kroaten.
Sie bilden eine beachtliche Minderheit im Land. Durch wechselvolle Zeiten sind sie im Sinne Habsburgs immer katholisch geblieben und haben sich ihre Kultur erhalten. Als das Land entvölkert war, wurden sie hierher geholt. Die Erinnerung, woher sie gekommen sind, ist bis heute lebendig. In der Familie von Ivo Sucic auch die kroatische Sprache. Das Dorf, wo mein Großvater her ist, weiß ich, das ist 1515. Und Trausdorf haben sie auch zu der Zeit begonnen. Nicht alle auf einmal, aber das ist auf Etappen gegangen. Circa 1515 haben sie angefangen. Damals war der Druck der Türken, also im heutigen Krajina, also in Kroatien, also der sogenannten Krajina, das ist dort bei Zadar. Also von dort sind wir gekommen. Ja, also ich konnte bis zu meinem 7., 8. Lebensjahr ja nur ein paar Wörter. Deutsch, ja. Wie war das denn mit Ihren Eltern? Naja, die haben auf den Märkten und so draußen Deutsch gelernt, weil bis die Schule war damals, wie sie jung waren, ungarisch. Aber so hier im öffentlichen Leben, in der Gemeinde, in der Kirche? Naja, in der Kirche wird gemischt. Einen Teil Deutsch, einen Teil Kroatisch. Die Pfarrer vorher, die haben immer eine Messe Kroatisch, eine Deutsch. Aber der jetzige Pfarrer, der macht das gemischt. Also Viertelstunde Deutsch und dann die Predigt zweisprachig. Den Turm von Purbach umgibt bis heute der Balkon, von dem die Bevölkerung auf herannahende Truppen schoss. Unter dem Eindruck der Schäden, die der Marktflecken durch Truppen Aufständischer und Türken erlitten hatte, erhielten die Bewohner 1630 von ihrem Herrn Nikolaus Esterhazy die Erlaubnis, ihre Siedlung mit einer Wehrmauer zu umgeben. Die mit Schießscharten versehene Mauer hat feindliche Eindringlinge tatsächlich ferngehalten, nicht aber die Sturmangriffe türkischer Heere. Mitten im Herrschaftsgebiet der Esterhazy liegt Rust, das im 17. Jahrhundert zur Freistadt wurde, ausgestattet mit zahlreichen Privilegien. Der weithin bekannte Wein der Ruster Bauern hatte der Stadt schon früh zur Blüte verholfen. Die Häuser spiegeln den Wohlstand wider. Sie sind weitgehend unversehrt erhalten geblieben durch Geschick und Glück der Einwohner. Sie wurden verschont, weil sie einmal dem ungarischen Magnaten huldigten, der sich als Aufständischer mit den Türken verbündet hatte. Bei einem anderen Aufstand schlug der Anführer in Rust sein Hauptquartier auf, was die Stadt vor Überfällen schützte. Die freie Stadt ließ den Anhängern der Reformation ihren Glauben. Außer der katholischen Kirche bestand neben der Kirche aus dem Mittelalter auch eine protestantische. Bis heute leben die Ruster vor allem vom Weinbau. Die alten Hofgassen schaffen die ansprechende Umgebung, um Besuchern davon auszuschenken. Die mittelalterliche Burg Forchtenstein mit Herrschaft hatten die Habsburger in ihren Besitz gebracht. Durch solche Käufe breiteten sie sich schrittweise im Burgenland aus, mit der Absicht, ihren Machtbereich auf die Gegend auszudehnen. Nach der treuen Waffengefolgschaft überließen sie Nikolaus Esterhazy Burg und Herrschaft. Und wieder wuchs dessen Besitz. Heute zeugen die ausgestellten Waffen von der Entwicklung der Kriegstechnik durch die Jahrhunderte. Die Burg wurde schon früh zum Archiv der Esterhazy. Hier sind die Unterlagen über einen Besitz von etwa 500.000 Hektar gesammelt.
Untertanen und Freisassen, ihre Abgaben und Einlagen, das System gegenseitiger Rechte und Pflichten, alles ist zu Buche geschlagen. Auch die Verwaltung des Eigenbesitzes, der in den Zeiten des Aufstiegs der Esterházy immer weiter zunahm. Auch die Edelhöfe brachten sie in ihren Besitz. Anwesen österreichischer Kleinadliger, angesiedelt von den Habsburgern, um ihrem Machtanspruch auf das Burgenland Geltung zu verschaffen. Doch Nikolaus Esterházy war Ungar. Er verfolgte das Interesse, die ungarische Verfassung und Herrschaftsrechte im Burgenland durchzusetzen. Nach seinen militärischen Erfolgen hatte er sich von den Habsburgern das Recht erwirkt, Land in österreichischer Hand zu enteignen. Die Edelhöfe waren große Landwirtschaften. Einen ihrer Höfe bewirtschaften die Esterházy-Betriebe bis heute, den Seehof. Wie diese Mühle aus dem 17. Jahrhundert gehörten zu solchen Anwesen immer auch Handwerksbetriebe. Sägewerke, Fleischverarbeitungsbetriebe, Käsereien, die von der Milch der vielen Schafe, die es früher in der Gegend gab, Käse herstellten. Auf 30 Hektar wächst Mais. Im Anbau außerdem die typischen Getreidesorten Weizen, Wintergerste, Roggen. Seit 2 Jahren auch Ackererbsen und Büschelschön als Gründünger. Noch im 20. Jahrhundert pflügten Landarbeiter mit den in der Region verbreiteten ungarischen Zugochsen die Felder. Heutige Technik hat die Arbeitskraft von Mensch und Tier fast ersetzt. Die Esterházy-Betriebe unterhalten den Seehof, um den Kontakt zur landwirtschaftlichen Praxis nicht zu verlieren. Der Landwirt Leo Höppel betreibt den Hof mit 2 Mitarbeitern. Mitte des letzten Jahrhunderts war er Lebens- und Arbeitsmittelpunkt von etwa 50 Menschen. Damals gab es auch noch eine große Tierhaltung. Seit einiger Zeit hat Leo Höppel auf ökologischen Anbau umgestellt. Wir hatten früher eine relativ einfache Fruchtfolge mit wenigen Kulturarten. Das hat sich jetzt wesentlich geändert, weil wir durch den Anbau verschiedener Pflanzen versuchen, den Boden besser zu aktivieren. Das ist zum Beispiel eine Beluschke, eine Blatterbse, eine sehr alte Kulturpflanze, die den besonderen Vorteil hat, dass sie in der Lage ist, den Luftstickstoff zu binden, der dann der nachfolgenden Kultur zur Verfügung steht. Wir haben eine Fülle von Landschaftselementen ganz bewusst angelegt, Hecken, Ökowertflächen, auch Brachflächen, die natürlich ein Rückzugsgebiet für sämtliches Getier darstellen. Vor allem die ganzen Singvögel fühlen sich in den Hecken sehr wohl. Und durch diese reichhaltigere Fruchtfolge gibt es auch ein wesentlich breiteres Nahrungsangebot eben für diese Vögel. Ökologische Landwirtschaft zu betreiben lag nahe, denn unmittelbar an den Seehof schließt sich das Naturschutzgebiet rund um den Neusiedler See an. Ein kilometerbreiter Schilfgürtel umschließt den See, auch dies Esterházy-Besitz. Bis vor kurzem unterhielten die Esterházy einen Verarbeitungsbetrieb für Schilf. Doch das hat sich nicht mehr rentiert. Damit sich das Schilf nicht unbegrenzt ausbreitet, muss es regelmäßig geerntet werden. Heute sind die Flächen an verschiedene Pächter vergeben. Der Schilfgürtel bildet mit dem umliegenden Land ein ausgedehntes Naturschutzgebiet. Freier Bewegungsraum für alle möglichen Tiere.
bis Schilf geerntet werden kann, muss der Schilfhalm an und für sich blattlos sein. Das heißt, wir müssen, damit es so kommt, brauchen wir einmal Frost und einen ordentlichen Wind. Außerdem ist es so, dass die Erntezeit vorgegeben ist vom Naturschutz, vom 1. November bis zum 15. März. Und im Regelfall ist es so, dass es im November doch schon einige Nächte gibt, die den Frost bringen und auch den Wind. Und dann können wir eigentlich zu ernten beginnen. Es ist so, dass man nur ein- bis zweijähriges Schilf auf den Markt bringen kann. Das heißt, man muss darauf achten, dass es diese Gebiete sind. Und alles, was schon mehrjährig ist, ist leider nicht zu ernten. Weil für den Markt das ältere Schilf nicht brauchbar ist. Allein die Optik, das Schilf wird natürlich von dem Stehen durch die Witterung grau. Und das unterscheidet es natürlich vom frischen Schilf, das ja goldgelb ist. Und deshalb wird es natürlich nicht angenommen. Früher war Schilf ein beliebtes Material in der Gegend. Häuser wurden mehr als heute damit gedeckt. Baustoff bestand aus Schilfmatten, an denen der Putz angebracht wurde. Man ist bestrebt, so viel Schilf wie möglich aus dem See zu bringen, da es natürlich riesige Flächen gibt. Da aber der Altschilfbestand sehr stark ist, hat die Landesregierung jetzt ein Projekt angedacht, und zwar ein Heizwerk, das ausschließlich mit Altschilf und nicht mehr verkaufbarem Schilf betrieben wird, und das ist sicher eine gute Sache. Einer der schönsten Edelhöfe, der nach der Enteignung eines Österreichers von den Esterhazy übernommen wurde, ist der Leisser Hof. Hier war lange Zeit der Hauptkeller ihres Weinbaus. Großen Gewinn sollen sie früher mit ihrem Wein nicht erzielt haben, aber es war eine Prestigefrage, den Gästen den eigenen Wein einschenken zu können. Von Donnerskirchen, dem Leisser Hof, ist es nicht weit zu den Anbauflächen der Esterhazy am Neusiedler See. Der Weinbau ist heute ein wichtiger Wirtschaftszweig der Betriebe. 42 Hektar Fläche werden zurzeit bewirtschaftet. Das ergibt 220.000 Flaschen Wein im Jahr. Im Wesentlichen sind es Burgunderweine. Im esterhazischen Weinbau ist immer experimentiert worden. Neue Sorten wurden gezüchtet. Auch Sekt ist schon länger im Angebot. Durch die Zeiten veränderten sich auch die Anbaumethoden. Früher haben wir zum Beispiel zwei Bögen auf einem Rebstock gehabt, da zwei kurze Zapferl. Heute haben wir nur einen Bogen und die Lage wird viel tiefer gezogen wegen der Erdwärme. Und die Gradation, die Qualität ist sicher besser. Der Wein hat bis zu 13, 14 Volumen Alkohol. Also es gibt leichter einen Wein. Aber starke Blaufränkische oder Burgund und so weiter, Cabernet Sauvignon, Merlot. Merlot ist auch ein guter Ding, haben wir auch jetzt ausgesetzt. Das ist auch eine Sorte, die sehr gut geht. An einem hat sich nichts geändert. Die Weinlese ist immer noch mühevolle Handarbeit. Heute hat der Hauptkeller ganz andere Ausmaße als im Leisser Hof und ist unter dem Schloss in Eisenstadt gelegen.
Die alten Fässer dienen nur noch der Illustration alter Zeiten. Der Keller ist auch Museum für burgenländischen Weinbau. Längst sind die modernen Zeiten in das jahrhundertealte Gemäuer eingezogen. Der Wein lagert bis zu seiner Reife in Stahlfässern. Der Keller birgt große Bestände an besonders guten Tropfen, die mit der Zeit noch wertvoller werden. Hektar geschlossene Waldfläche bedecken die Hänge des Leitha-Gebirges westlich des Sees. Eine grüne Insel in dem weit und breit landwirtschaftlich genutzten Land rund um den Neusiedler See. Der Wald war auch Brennholzreservoir für die Bevölkerung der Gegend. Hans-Peter Weiß steht einer großen Forstverwaltung vor, die sich um die Bewirtschaftung der Waldflächen kümmert. Dass Wald nicht nur ausgebeutet, sondern auch intensiv gepflegt werden muss, hatten die Fürsten Esterhazy schon frühzeitig festgelegt. Es gibt ja schon seit Jahrhunderten sogenannte Waldordnungen in unserer Gegend. Die wurden ursprünglich nicht vom Gesetzgeber oder vom Staat vorgegeben, sondern im Falle der Domäne Esterhazy hat der Fürst selbst für seinen Bereich eine Waldordnung erlassen, wo eben genau dieser Punkt der Verjüngung, der Wiederbewaldung der Waldflächen sehr strikt auch geregelt war. In diesen Waldordnungen stand drinnen, dass eben Flächen, die genutzt werden, wiederum in Bestand zu bringen sind, dass die Nutzungen sich auf ein entsprechendes Maß zu reduzieren haben. Damals wurde eigentlich der Begriff Nachhaltigkeit sozusagen das erste Mal geprägt. Der Forstmann kann durch die Steuerung der Eingriffe, durch das Spiel Licht und Schatten, die Entwicklung des Waldes sehr stark beeinflussen. Er kann die eine oder andere Baumart bevorzugen oder auch entsprechend durch Schattengabe weniger bevorzugen. Es gibt Baumarten, die benötigen zur Verjüngung eine offene Lichtstellung und es gibt Baumarten, die sich im Schatten von Altbeständen, von Altbäumen besser entwickeln. Einen Tiergarten anzulegen entsprach dem barocken Lebensgefühl. Die Jagdsaison war die Zeit besonderer gesellschaftlicher Ereignisse. Heute sind die Jagdgründe verpachtet und das barocke Schlösschen steht Jagdgesellschaften offen. Zum einen versuchen wir über naturnahen Waldbau, naturnahe Waldwirtschaft den Baumarten den Vorrang zu geben, die natürlich hier vorkommen und so einfach ein möglichst naturnahes Ökosystem zu schaffen. Zum anderen stellen wir auch große Flächen außer Nutzung und übergeben praktisch diese Flächen wieder der Natur und verhelfen so Käferarten, Vogelarten zu einem Lebensraum, den sie ansonsten nicht mehr vorfinden würden. Ein Reservat für Tiere und Pflanzen. An der höchsten Erhebung des Burgenlandes, strategisch günstig, in Richtung Ungarn eine wichtige Handelsstraße kontrollierend, liegt die Burg Lockenhaus. Eine Anlage, die bis heute viele Rätsel aufgibt. Um keine andere Burg ranken sich so viele Sagen und Geschichten. Von dem Burgherrn, der seine meuternden Söldner hinmetzelte, von einer Burgherrin, die grausam junge Mädchen mordete. Der Krösus von Ungarn, genannte Franz III. Nádasdy, war im 17. Jahrhundert der Burgherr. Nachdem er in die Verschwörung ungarischer Magnaten gegen die Habsburger verwickelt war,
wurde er 1671 in Wien hingerichtet. Das ungeheure Vermögen kam in die Hände der mit Inadosti verschwägerten Habsburger Treuen Esterhazy. 292 Jahre blieben sie die Herren in dem einzigartigen gotischen Rittersaal. Große Wirtschaftshöfe in dem Angerdorf Loretto sicherten die Versorgung eines nahen Klosters und der Wallfahrtskirche. Franz von Nadosti hatte 1659 eine Kirche erbaut, die in den Türkenstürmen der 80er Jahre schwer verwüstet wurde. Die großen Zeiten der Wallfahrten standen da noch bevor. Immer in der Nähe die Gasthäuser, in denen die Pilger für guten Absatz von Wein und Lebensmitteln sorgten, die in den herrschaftlichen Meierhöfen hergestellt waren. Als nach den Türkenkriegen Ruhe eintrat, er das Nadosti-Vermögen geerbt hatte, wurde Fürst Paul Esterhazy am Ende des 17. Jahrhunderts zu einem unermüdlichen Bauherrn. In seiner Verantwortung lag auch der Wiederaufbau der Wallfahrtskirche Loretto. Es entstand ein stilistisch einheitlicher Barockbau. Er wurde fertiggestellt zu einer Zeit, als immer mehr Pilger an Wallfahrten teilnahmen. Burgenländische, niederösterreichische, auch Wiener Gemeinden hatten ihre festen Wallfahrtstage. Die Schwarze Madonna hatte ihr Vorbild in dem italienischen Wallfahrtsort Loreto. In den Stürmen der Verwüstung hatte sie eine wechselvolle Geschichte. Durch die Jahrhunderte ist ihre Anziehungskraft für die Wallfahrer bis heute ungebrochen. Die größte Tradition als Wallfahrtsort im Burgenland hat Frauenkirchen. Nachdem Paul Esterhazy wegen seiner Verdienste in der letzten Türkenschlacht in den Fürstenstand erhoben worden war, riss er die Reste der zerstörten Kirche ab, um ein größeres und prächtigeres Gotteshaus zu errichten. Eine großzügige Anlage, Platz für die Pilgerströme. Für ihre Versorgung entstand zur selben Zeit das Brauhaus. Angelehnt an die Kirche ein Kloster. Die geistliche Betreuung der Wallfahrer liegt bis heute in der Hand von Franziskanermönchen. So hat diese Wallfahrt wieder angefangen, dass die Gemeinden wieder begonnen haben, in den letzten 10 Jahren zu Fuß herzupilgern an ihren Wallfahrtstagen und auch zum Teil alte Wallfahrten wieder aufgenommen haben, die alle noch seit der Bestzeit, also 16., 17. Jahrhundert zurückgehen und gelobte Wallfahrten sind. Das heißt, die Gemeinde hat gelobt, wir gehen jedes Jahr zu Fuß nach Frauenkirchen, wenn in unserer Ort dieses oder jenes Unglück gut ausgeht oder überhaupt aufhört. Meistens sind es ja Krankheiten gewesen oder Unruhen durch auch Türkenkriege und so weiter. Und die Leute sind dann eigentlich, haben diese Wallfahrt gelobt. Das heißt, auch die Vorfahren sind immer wieder von Familie zu Familie, von Generation zu Generation zu Fuß hierher gekommen nach Frauenkirchen, um dieses Versprechen einzulösen. Und so ist es auch heute noch. Im Auftrag von Paul Esterhazy gestalteten italienische Baumeister und Künstler den Innenraum mit dem pompösen Glanz des Barock und schufen den eindrucksvollsten Kirchenraum des ganzen Burgenlandes.
Eine wehrhafte Anlage auch Schloss Kobersdorf. Während der Türkenkriege zählte die einstige Wasserburg zu den nach Osten ausgerichteten Bollwerken des abendländischen Verteidigungsgürtels. Die Arkadenreihe erhielt das Schloss, als es mit dem Wohnkomfort des 17. Jahrhunderts ausgebaut wurde. Nachdem Paul Esterhazy das Schloss erworben hatte, wurde der Ort Kobersdorf eine der 7 Gemeinden. Inmitten der ehemals jüdischen Häuser eine stark beschädigte Synagoge, die letzte in einer der 7 Gemeinden. In der Nähe der Schlösser lebten die Juden unter dem besonderen Schutz der Esterhazy. Der ganze Handel im Herrschaftsgebiet lag in ihren Händen. Die Größe der Synagoge gibt Aufschluss darüber, wie viele Juden hier lebten. Sie stellten über die Hälfte der Bevölkerung in den 7 Gemeinden. Einmalig ist diese Kette, mit der in Eisenstadt am Sabbat die Straßen rund um den Tempel abgesperrt wurden. Das neue Ghetto in unmittelbarer Nähe des Schlosses wurde 1671 von Paul Esterhazy eingerichtet. Die Juden, die hier lebten, handelten mit Textilien, Lederwaren, Vieh und Wein. Wohlhabend gewordene Bankiers betrieben ihre Geschäfte in Wien, ließen aber ihre Familien in Eisenstadt wohnen, weil hier die strenge Einhaltung der jüdischen Feste gewährleistet war. Angrenzend an das Ghetto der Meierhof. In nächster Nähe zu allen Burgen und Schlössern der Esterhazy gab es solche landwirtschaftlichen Betriebe. Sie waren immer auch Viehhöfe. Der ganze Hofstaat, die großen Gesellschaften, zahlreiche ständige Gäste, im Schloss herrschte ein riesiger Bedarf an Lebensmitteln. Vom Meierhof war es ein kurzer Weg durch den Park, vorbei an dem für Leopoldine Esterhazy erbauten Tempel zum Eisenstädter Schloss. Die Esterhazy bekamen auch diese einstige Burg, Habsburger Besitz in ungarischem Land, als Pfand für ihre Verdienste. Nachdem sie ihr Eigentum geworden war, veränderten sie die Burg mit italienischen Baumeistern zu einem barocken Wohnschloss, ihrem Hauptsitz, an dem sie jene prunkvolle Hofhaltung entfalteten, für die sie in ganz Europa berühmt waren. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts erhielt das Schloss sein heutiges klassizistisches Äußeres. Im 17. und 18. Jahrhundert sammelten die Esterhazy für ihre Schlösser Bilder und Kunstgegenstände von riesigem Wert. Sie gehörten zu den größten Mäzenen Europas. Aus ihrem Kirchenmusikensemble entwickelte sich eine Musikkapelle, die Weltruhm erlangte. Ein Theaterbau wurde später abgerissen. Im sogenannten Heidensaal fanden Auftritte der Theatertruppe und der Musikkapelle statt. Seine Hofhaltung brachte Fürst Nikolaus I. den Beinamen der Prachtliebende ein. Unter seiner Herrschaft fanden zur Saison mehrere Aufführungen in der Woche statt, zu denen der gesamte Wiener Hof anreiste. Maria Theresia kam zu den Esterhazy, wenn sie eine gute Oper sehen wollte. Josef Haydn stand in der blühendsten Zeit dem Orchester vor. Viele seiner wichtigsten Werke wurden mit der Hofkapelle uraufgeführt. Vom Schloss aus bildet der Ort Eisenstadt einen deutlich abgegrenzten Bereich. Die Stadtväter hatten sich von den Habsburgern den Rang einer freien Stadt ertrotzt. Doch die Beziehungen zu den Esterhazy waren meistens gut.
Die Franziskanerkirche baute Paul Esterhazy in die Stadt. Hier wohnte und wirkte auch Josef Haydn in der Zeit von 1766 bis 1778, als er der Hofkapelle vorstand. In den Häusern aus dem Barock lebten meistens die Beamten. Im Schatten des Schlosses errichteten die Esterhazy ihr erstes großes Verwaltungsgebäude. Den Mittelpunkt der Stadt bildet bis heute der Dom. Paul Esterhazy half, ihn nach der Verwüstung durch die Türken wiederherzurichten, man sagt, um sein Image bei den Bürgern zu pflegen. Bürgerhäuser und Rathaus in der Innenstadt gehen auf einen älteren Baukern zurück, als ihnen heute anzusehen ist. Beim letzten Einfall der Türken wurde die Stadt verschont. Sie hatte sich auf die Seite eines ihrer Verbündeten gestellt. Mitten in der Hauptstraße erinnert eine Pestsäule an die überstandene Epidemie von 1713 und daran, welche Plagen die Seuchen durch Jahrhunderte über die Menschen brachten. Zu den natürlichen Reichtümern dieses Landstrichs gehören Bodenschätze, wie der schon den Römern bekannte Steinbruch St. Margarethen, den auch die Esterhazy nutzten. Von hier kam das Baumaterial, mit dem der Wiener Stephansdom errichtet wurde. Heute bietet der Steinbruch alljährlich die gigantische Kulisse für Opernaufführungen wie Verdis Othello. Nicht weit hinter dem Steinbruch liegt der Neusiedler See. Das Burgenland hält für den Fremden vieles nebeneinander bereit. Die Denkmäler einer bewegten Geschichte, seltene kulturelle Schätze und das Geschenk einer fruchtbaren Landschaft voller Naturschönheiten.